Hey, ja, ist der Stoppen. Willkommen zurück zu Galleon, zur Fortsetzung dieses Spiels und damit zum nächsten Abschnitt. Beim letzten Mal haben wir festgestellt, der Aufzug funktioniert nicht, weil der Bolzen dafür fehlt. Da mussten wir den Bolzen suchen, haben wir uns ein bisschen umgeklettert. Diverse Plattformen erreicht, die abgetrennt waren von dem Rest. Da konnten wir einen Schatz finden. Und haben ansonsten, haben wir auch das hier im Bolzen gefunden. Nach etwas längerer Zeit. Aber der funktioniert nicht, weil der verborgen ist. Den muss man erst gerade biegen. Das ist unser nächstes Ziel. Da gehe ich nochmal ins Logbuch. Kabel finden ist natürlich unser Hauptziel, logischerweise. Habe einen verbogenen Bolzen für den defekten Aufzug gefunden. Bevor ich ihn verwenden kann, muss ich ihn aber erst gerade biegen. Ja, dann mal gucken, wie wir das machen können. Ob wir dafür was finden, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja, wir werden mal. Was gehen wir? Nur starken Pilz oder einen schwächeren? Ja, sollte reichen. Okay. Hier geht's runter. Warum sind hier Feinde? Weil er wisst. Na? Ah, was mach ich denn? Was ist das? Na, warum hörst du meine sechste Waffe weg? Was soll das? Okay, erwischt. Okay, kann man gleich noch einen Pilz nehmen, hä? Nehmen wir mal einen großen. So, okay. So, hier waren noch mehr Feinde. Okay, auf jeden Fall, wo man herkommt, wir haben es erledigt, deswegen geht's weiter. So. Er springt trotzdem rein, weil ich es kann, weil ich cool bin. Ich find's halt cool. Oh. Nein! Das wollte ich jetzt nicht. Mal gucken. Was müssen wir eigentlich machen? Was ist unsere Aufgabe jetzt hier? Was wollen wir eigentlich machen? Logbuch, was gibt den Hinweis? Ich sollte es mal mit Kaiverly Schmiede versuchen. War nicht ein kompliziert aussehendes Winchsystem direkt davor? Was ist denn ein Winchsystem? Was ist ein Winchsystem? Ich habe keinen blassen Schimmer, was ein Winchsystem sein soll. Ich bin ja recht gut in der deutschen Sprache, aber da hört es bei mir auch auf. Ein Winchsystem. Ich kenne ein Winchsystem. Ein Winchsystem. Das ist in dem Fall Eimer und Putzlappen. oder ein Wischmopp. Wir müssen nämlich so hier hoch, ne? Ja, hier waren wir letztes Mal ja auch schon. Ja. Mal gucken. Oh, das wäre passiv gegangen. Was mache ich denn noch? Was mache ich auch für Sachen, Da war was schon, ne? Beim letzten Mal. Ja, ich glaube schon. Aber letztes Mal auch schon so geguckt. Da oben kommen wir noch nicht hin. Das ist noch ganz weit oben. Wir müssen doch hier rüber springen, wenn ich richtig deute. Na, dann machen wir es mal, ne? Na, komm her. Ja, mal nehmen, mach ich die Anlauf, was soll's. Ob das mal gut geht. Der Wind kommt von links, das heißt, wir müssen weiter nach links springen. Das war auch gar kein Problem. War gar nicht das Problem, wenn man nur betrachtet. So. Okay, hier ist nix. Über uns ist auch nichts, da kommt man nirgendwo hin. Hier ist auch nichts weit und breit.
Ich bin noch heil runtergekommen, ohne dass ich verletzt wurde. Cool, ne? Und so geht das Spiel noch besser. Das war super. Okay. So, noch ein Pilz für uns. Wie sieht es auch mit den Pilzen mittlerweile? Was haben wir mittlerweile gefunden? 2 von 4 Schätze? 3 von 15 Pilze, rote Pilze. Aber 8 von 10 blaue Pilze schon. Die haben wir schon fast alle. 1 von 2 Krafttränke. 0 Schnelligkeitstränke bisher. 10, die Hälfte an Pistolen. Und noch kein Schwert gefunden. Naja, so ist das. Noch kein Schwert. So sieht es aus für uns leider. Müssen wir was dagegen tun. So. Okay, haben wir hier. Ist da was? Da sehe ich nichts. Ehrlich gesagt sehe ich da gar nichts. Ich kann auch nach oben klettern. Guck mal, was denn hier so ist. Was ist denn hier? Das sieht aus wie eine Schmiede. Aha! Pistole gibt's ja auch noch. Okay. Coole Sache. Aber ja, mir fehlt jetzt ja nur wirklich an roten Pilzen, ey, wo hier, aber sicher nicht. Ich habe noch keine gesehen. Ich brauche einen Hammer, um den Bolzen gerade zu biegen. Wie? Hier ist eine Schmiede und kein Hammer? Was ist das denn für ein Kram? Kavali finden. Verflixt und zuckernäht. Jetzt habe ich eine Schmiede gefunden, in der ich den Bolzen gerade biegen kann, aber kein Hammer. Was ist das für eine Schmiede? Ohne Hammer. Hinweis. Kavali hat doch einmal einen Hammer tragenden Wikinger erwähnt, der hier das Zeitliche gesegnet hat. Klingt zwar etwas weit hergeholt, aber wenn er auf Wikingerart bestattet wurde, liegt er möglicherweise samt seinen Besitztümern in einem Boot auf dem Meeresgrund. Jetzt ernsthaft? Wir müssen auf den Meeresgrund, damit wir einen Hammer finden? Oh, das ist eine Schmiede! Die haben noch mehr als einen Hammer! Oder nicht? Was ist das für eine schön ausgerüstete Schmiede? Die hat keinen, die hat nicht mal einen einzigen Hammer! Die hat nur... Jetzt ernsthaft, wir müssen jetzt irgendeinen Hammer besorgen von irgendeinem Grab von irgendeinem Wikinger, der schon lange tot ist. Das ist ja unfassbar. Möchtest du ein bisschen speichern? Ja. Die Schmiede, ja schön. Was ist das denn für ein Mist? Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Jetzt mal ehrlich. Ist denn hier noch irgendwas? Ist hier noch was zu hochklettern? Hier vielleicht, ist hier noch was drauf? Zu sammeln? Ne. Ist da irgendwas hochzuklettern? Kann man da irgendwie... Pistole? Wo soll die Pistole da liegen? Keine Ahnung, aber... Was ist das für eine Schmiede, sag mal? Nicht mal ein Hammer hat die! Das ist ein Witz, ne? Mal ehrlich, das ist eine Schmiede mit ohne Hammer! Das gibt's nur in Videospielen, glaube ich. Ich meine, die sieht ja auch relativ in Betrieb aus, wenn die noch so aktiviert ist. Ich meine, wenn die nicht verwendet wird, dann wird der Maffer nicht das Feuer da sein. Ja, also, ich weiß ja nicht. Was mache ich jetzt hier? Ich weiß auch nicht so genau. Ich gucke jetzt hier rum. Gucken, ob ich was sehe. Na, hier ist nichts. Also, das ist ja mal wieder dämliche Logik, Eine Schmiede und ein Hammer. Wenn die Schmiede immerhin inaktiv wäre, würde ich sagen, okay, kann ja sein, dass es da kein Hammer dann mehr gibt, wohl ausgeräumt und so, aber so. Nicht mal Ersatzhammer, vor Ort. Da muss also Cavalry oder wer immer halt die verwendet, immer den Hammer dabei haben. Kann er nicht an Autos Stelle lassen, sonst vergisst er den. Wenn er den vergisst, muss er wieder rum zurücklaufen. Das ist ja was, Ganz abgesehen, dass das ganz ein beschwerlicher Arbeitsweg ist, hier mal hoch zu klettern, aber naja, ist nicht meine Sache, aber. Mann, wenn er hier mal kurz das Minen will, geht gar nicht. Immer mal rumklettern und so.
Kann ich jetzt hier runter springen? Ich kann hier runter. Das mache ich lieber so. Das ist, glaube ich, besser. Das ist, glaube ich, die bessere Methode. Komm her. Dann muss man gucken, ob ich jetzt hier runterkomme. Ja, hier komme ich heile runter. Das gucke ich mir, denke ich mal, gleich erst an. Das auch was. Da ist auf jeden Fall was. Kann ich anvisieren irgendwie? Ne, kann ich noch nicht. Okay. Eine praktische Abkürzung. Ja, ich glaube von unten hier hoch. Wo kommt ihr denn jetzt her? Oh, der steht nicht mehr auf, glaube ich. Der steht nicht mehr auf. Wo kommen die jetzt plötzlich her? Na, vorher war da ja keiner, deswegen. Wo kommen die plötzlich her? Ja, ein Pilz. Haben wir uns verdient. Vor allem ja, interessant, dass es auch mehr rote als blaue Pilze gibt. Das finde ich interessant. Weil es ja dann suggeriert, dass es mehr stärkere Heilpilze gibt als schwächere. Finde ich irgendwie lustig. Weil es ist ja mal andersrum. Dass man schwächere Pilze mehr findet. Und man mehr von denen dann braucht und so, um dasselbe zu heilen. Aber vielleicht ändert sich das ja noch im Laufe des Spiels. Aber wir nehmen jetzt mal hier die Abkürzung. Das ist ein Haken, so, mit dem man runterfahren kann und wieder hoch. Vermute ich mal. Wie immer das funktionieren soll, ich weiß es nicht. Haben wir hier? Okay, hier war einer gerade raus. Das hieß, nie gehst du nach unten und nach unten. Naja, mal gucken. Cool, hier ist ein Schatz! Für mich! Ein Schatz! Der wird bestimmt niemand vermissen. Ne, jetzt ist er nicht mehr. Der liegt hier so einsam und verlassen rum. Der goldene Teller mit Goldmünzen und Rubinen. Perfekt ist das ja. So, dann war es. Da war, glaube ich, nichts weiter. Na, wir haben hier mal die Abkürzung. Wir haben oben. Hui. Ah, er fährt wieder zurück. Das ist sehr praktisch. So. Okay, jetzt haben wir ja zumindest den Weg hier hoch wieder gesichert. Das heißt, es ist einfacher wieder hochzukommen. Bin ja noch nicht fertig gewesen hier unten. Deswegen laufen wir nochmal kurz rum, weil ich noch nicht sicher bin, ob wir. Obwohl, wir kommen so noch, wir kommen eh nochmal zurück, ne, eigentlich. Aber. Hier war ich noch nicht. Vielleicht gibt es ja hier was zu holen. Vielleicht ist ja hier auch noch was zum erreichen. Aber sieht ja fast so aus, als wäre es nur der Weg zur Schmiede. Jetzt diesen Weg überlegt, das ist auch gefährlich. Mal, wer runterfällt. Wie ich zum Beispiel gerade. Das ist wieder so Vorführeffekt, ja. Wenn man runterfällt, was passiert? Ich falle runter. Ja gut, jetzt sind wir wieder hier und es hat mir nichts gebracht eigentlich. Reingenommen. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Was gibt's da? Gibt's da irgendwas? Okay, auch hier hoch, ne? Kann man hier lang, okay. Kann ich mal gucken, ist hier irgendwas zu finden? Was machst du denn? Das war jetzt voll dämlich. Ey, wie fahre ich da jetzt runter? Das war jetzt voll dämlich. Ich wollte da gar nicht runterfallen.
Zum einen das und vor allem jetzt wurde ich diesmal verletzt, ey. Jetzt bin ich ja im Wasser, ja gut, da muss ich ja so hin eigentlich, glaube ich, wie ich festgehalten habe. Doof gelaufen. Ja gut, wollen wir mal ein bisschen rumgucken, was wir hier so finden. Mal gucken, ob wir hier was finden können. Unterhalb der Wasseroberfläche. Negativ runter. Einmal gucke ich mal die Lage allgemein mal an hier. Mal am Ufer nähe, mal ran schwimmen und dann mal schauen, hier geht's durch hier raus. Was blubbert da? Ah, hier geht's gar nicht mehr weiter, weil wir die Strömung haben. Oben ist Wind, unten ist Strömung. Das ist also quasi eine Art Levelbegrenzung. Kann man ruhig so sagen. Ah, er reagiert. Er reagiert. Also hier irgendwo muss was sein. Also ich krasse mal tiefer hier in diese Schlucht rein. Gucken, ist hier auch noch was zu finden. Da ist was, da ist wirklich was. Hier ein Pilz. Oder ein Trank. Das könnte eher ein Trank sein. Das ist eher ein Trank, tatsächlich. Ein Schnelligkeitstrank. Irgendwo macht der irgendwas, macht er mit mir. Der kann, mit dem Stern kann ich schneller werden irgendwie. Kann er laufen oder was? Verbräucht den irgendwann mal, oder? Ich weiß nicht, was ich mit dem machen kann, ganz ehrlich. Schnelligkeitstrank, komm her. Komm her. Nicht, dass ich gleich absaufe hier. Will ich natürlich nicht. Ach du Scheiße. Ah! Letzter Moment, ey. Puh. Das hätte doch fast schief gehen können, wenn man ehrlich sein möchte. So. Hier reagiert er. Heißt, hier müssen wir mal runter. Hier ist irgendwie abwärts. Oh Mann. Okay, da geht's runter. Ja, da geht's runter. Eine Höhle ist das. Ja, hier reagiert er auch. Hier sieht er auch aus. Ist noch eine Höhle hier unten. Hier gibt's Wasserluft, hier gibt's Wasserbläschen. Alter, wie der ins Wasser fliehen kann, ne? Aber nicht, was ist das denn da für ein Vieh? Okay, ich vermute, dass wir da hin müssen. Okay, da sind wir. Bin zu weit. Kommt davon, wenn man hier ein bisschen zu weit macht. Hammer. Hammer gefunden. Okay, den haben wir gefunden. Unter Wasser sind wir jetzt und hier wird gespeichert. Das heißt, hier sind wir am Ende angekommen. Dann beim nächsten Mal heißt es Cavalry finden, wie immer. Ich habe einen Hammer. Wenn ich jetzt den Bolzen in die Schmiede gerade biegen kann, kann ich den Aufzug reparieren. So sieht es aus. Das ist gute Botschaft. Das heißt, beim nächsten Mal geht es entsprechend darum. Und ja, wir sind fertig mit diesem Abschnitt. Haben hier ein bisschen was erkundet, ein bisschen was gefunden. Und ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß daran. Denkt an die Kommentare und an die Bewertungen und an die Glocke, falls ihr wissen wollt, wann und wie es weitergeht. Und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.